Das Aufeinandertreffen der Dart-Giganten. Im Vorfeld noch verglichen mit einem Boxkampf Muhammad Ali gegen Mike Tyson. Nach dem Match hatte man den Eindruck, dass dazu nicht viel gefehlt hat. No comment. Nein, dazu sage ich gar nichts. Aber es sah echt ernst aus. Nein, es ist alles in Ordnung. Ich wollte einfach gehen und Barney hielt mich fest. Er wollte mir gratulieren, aber ich war nicht so gut drauf. Aber es geht schon. Alles ist vergessen und wir sind wieder Freunde. Nach Freundschaft sah es vor dem Halbfinalmatch aber weniger aus. Das Abklatschen nahezu ohne Blickkontakt. Die Stimmung angespannt, dieses Match für viele ein vorgezogenes Finale. Immerhin bringen es die beiden zusammen auf 20 WM-Titel. The Power aber überraschend dominant in dieser Partie. Bereits im 7. Satz bekommt er seine ersten Match-Darts. 2 Darts für Tops, die er aber nicht trifft. Van Barneveld bis dahin mit einem enttäuschenden Auftritt. Er kam überhaupt nicht ins Match. Der erste wirkliche Lichtblick dann mit seinem 2. Satzgewinn. Match-Darts abgewehrt und zum ersten Mal ein leichtes Lächeln auf Barneys Gesicht. Taylor damit vollkommen aus dem Rhythmus. Van Barneveld kam ran und das nicht zu knapp. 3 Sätze in Folge holte sich der Holländer. Das Auschecken jetzt wieder weniger ein Problem für Barney. Aus einem 5:1 wurde ein 5:4. Taylor aber immer wieder gefährlich und kurz davor, das Match zuzumachen. Das macht er auch im 10. Satz. Matchstart Nummer 3 sitzt und bringt Taylor mit dem 6:4 ins Finale dieser Weltmeisterschaft. Der Rekordchampion lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Van Barneveld kann nicht an seine bisherigen Leistungen anknüpfen und verliert das Duell der Giganten, das dann noch in die nächste Runde geht. Barney vielleicht mit dem einen Spaß zu viel, den Taylor gar nicht mehr lustig findet. Das Wort- und kleine Handgefecht am Ende wohl ein Produkt der Emotionen, die in diesem Match aufkamen. Brisant war es in jedem Fall und vielversprechend für den nächsten Fight dieser beiden Dart-Giganten.